Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neuaugen. Wir sind dabei, den Sprengzünder Schonne zu geben und versuchen zusätzlich die Einweggläser aus dem Keller zu holen. Hallo, Memphis? Huh? Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Okay. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Oben. Psst. Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Wir haben eine Bombe dabei. Sollten wir dann versuchen. Naja, aber wir brauchen den Ofen ja. Wir müssen den Ofen aktivieren irgendwie. Rezept. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Okay. Singen. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Apokalypse. Der Untergang ist nah. Ach. Ein Pessimist von das Gleiche. Klappe zu. Klappe auf. Sprengzünder. Bombeneinschlag. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Nicht? Sicher? Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Ach, schön. Naja. Wenn wir den noch nicht loswerden wollten, dann gehen wir mal wieder zu Shawnee und zeigen ihm die. Vielleicht gibt er uns das Rezept. Danach müssen wir ihn loswerden. Also, den Zünder, nicht Shawnee. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich habe aber eine Fliegerbombe. Warum funktioniert das nicht? Ich will doch nur diesen Zünder loswerden. Obwohl. Ach, ich hätte dann noch eine Idee, wen wir das zeigen könnten. Nein, hier nicht. Es gibt ja noch immer diese Japano Girls. Und eventuell wäre es hilfreich, wenn wir den Japano. Nein. Aber hallo Kapu. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genauso wie... Och, wie süß. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Ach, die arme Lilly. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Ach, eine richtige Romanze. Zur Sammlung. Okay. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger. Gut, wir müssen also Pfadfinder werden. Schon wieder schaffen. Um etwas vorzunehmen, hier seht ihr 1, 2, 3. Da müssen wir Sachen reinstellen. Und zwar ein Obst. Und noch zwei andere Gegenstandsarten. Aber, ja.
Gut, nehmen wir mal das Meerschweinchenglas mit. Und Regalplatz. Ja. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Und oder auch nicht. Der alte Greis erzählt einem, dass er sich Gedenkstützen gebaut hat. Und die müssen wir reingeben und dann erzählt uns Geschichten. Aber zu dem kommen wir dann später noch. Das wird später interessant, wenn wir die Gegenstände erst haben. Adlermodell. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Okay. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du! Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel, wie in eigentlich allem. Du bist ja böse, aber wir wollen dieses Pfadfinderabzeichen haben. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Wappen finden. Stachelschwein. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Fehlendes Banner. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt. Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Aber mit der Oberin haben wir ja schon geredet. Nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Daher müssen wir versuchen, ein neues Tiermodell zu bekommen. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Das brauchen wir, um mit dem alten Mann zu reden. Sticken. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Oh. Oberin. Oh. Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht an der Schleimspur ausrutsche, die Birgit hinterlassen hat. Na gut, kann ich diesen Kasten öffnen? Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Wenn ich jetzt rausgehe, wieder reingehe, würde ich gerne wissen, ob es schon funktioniert. Ich habe nur in Erinnerung, dass wenn man raus und reingeht, dass Birgit das Banner fertig hat, aber naja. Wir gehen jetzt mal weiter. Zu den Shibuya Girls wollten wir ja hin. Und außerdem könnten wir ja Doris fragen, ob sie uns das Glas mit dem Meerschweinchen aufmacht. Aber okay. Das Treppenhaus. Was ist hier oben noch? Ah.
Kronleuchter. Oh, Masken. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück. Lilly war erleichtert. Kronleuchterbefestigung. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Okay, wir brauchen einen Schraubenzieher. Vielleicht hat die Oberin in ihrem Büro so etwas. Das könnten wir mal nachsehen. Quittungsspieß. Vielleicht geht es ja mit dem hier. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte? Durchgestrichen. Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Na gut. Wir brauchen ein Banner, wir haben ein Meerschweinchen, wir haben einen Quittungsspieß, wir könnten doch Birgit ein Meerschweinchen-Motiv geben und ein Meerschweinchen-Banner erstellen lassen und sehen, wie die Oberin reagiert. Das wäre doch interessant. Jetzt gehen wir mal hier zum Rundgang wieder und versuchen jetzt die Japano-Schlampen. In die Haupthalle. Und zum Schlaf. Nein, Klosterflur. Das ist Kloster. Ah, das, genau. Nein, nein, passt schon. Ich will in den Schlafsaal. Schreib mir mal das Meerschweinchen schei. Was soll das sein? Ein Marashuniyoki Shibuya-Accessoire? Nein, 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 nein. Was soll wie wäre es, wenn ich das Meerschweinchen mit der Quittung spieß? Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Sprengzünder und Quittungsspieß. Lilly hatte eine famose Idee, wie sie ihr Leben entscheidend verbessern konnte. Sie kicherte innerlich und sparte sich die Option für okay. auf. Na gut, Sprengzünder. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder! Und der ist scharf! Du musst ihn entschärfen, Zuka! Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe! Was? Bist du denn... Warte! Ich weiß! Das war knapp. Das und somit hätten wir auch einen Hanabi. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht denn in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmert, als ich dachte. Voll ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe. Also ich muss sagen, bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden diese Japano-Mädels sind ziemlich sicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder verrückt, so. Sagen wir mal so. Zuerst eine Hardcore-Anime-Heldin und jetzt... Naja, Sprengzünder mit Haarnadel. Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lilly erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Jetzt können wir unseren Sprengkopf loswerden. Na perfekt, würde ich sagen. Zum Schulteich. Gut. Und was passiert, wenn wir unsere Bombe hier reinlegen? Sehen wir im nächsten Part von Harveys Neue Augen.